Sie sehen nun die Weihnachtsansprache des Chorleiters. Meine lieben Knaben, liebe Männer, liebe CIS-Gemeinde. 2020 hat uns alle herausgefordert. Es war kein einfaches Jahr. Gerade darum möchte ich mir es aber nicht nehmen lassen, Ihnen und euch ganz herzlich eine frohe Weihnacht und einen gesegneten Jahreswechsel zu wünschen. 2020 war voller Widrigkeiten. Und doch sind wir gemeinsam stark geblieben. So ruft es uns voller Trost die alte Volksweise aus dem Jahr 1677 zu, wo es heißt: O tröstliche Zeit, die alle erfreut, sie hebet die Schmerzen. Halt. Also bei aller Liebe. Aber so können wir das nicht machen. Meinst du nicht? Für meinen Geschmack ist es ein bisschen zu trocken, zu förmlich. Ich glaube, da bleibt unseren Leuten der Weihnachtsbraten im Hals stecken. Ja gut, was sollen wir machen? Natürlich ist das alles etwas trist und glanzlos, so ganz ohne Weihnachtsoratorium dieses Jahr. Wir brauchen irgendwie weihnachtliche Stimmung in dem Video. Ich meine, wir könnten eine Aufnahme einspielen. Ich meine, Weihnachtsoratoriumsaufnahmen gibt es sehr gute. Allein Stuttgarter Kollegen haben tolle Referenzaufnahmen vorgelegt, da könnte man ja was einspielen. Ach Humbug, ich glaube, das ist nicht notwendig. Ich habe vor den Ferien in einer Online-Probe ein bisschen was mitgeschnitten. Mhm. Wollen wir da mal reinhören? Ja gut, wir können mal gemeinsam reinschauen. Das klingt wirklich gut. Ich bin echt stolz auf unsere Jungs, was die dieses Jahr alles geleistet haben. Da muss ich dir recht geben. Ich überlege gerade, was würde wohl unser Hirte dazu sagen? Hirte? Welcher Hirte? Kenne ich den? Na, der Gusi, der Michael Gusenbauer. Der ist Geiger im Barockorchester L'Arpa Festante und führt mit uns jedes Jahr das Weihnachtsoratorium für Kinder auf und sucht nach einem passenden Instrument fürs Christkind. Ach, der Gusi, der Gusenbauer, ja klar, den kenne ich. Mit dem war ich früher oft im Wirtshaus. Das war ein Spaß. Und vor allem hatten die Wirtshäuser halt auch noch geöffnet. Tja, wie es dem wohl geht, ich habe lang nichts mehr von ihm gehört. Weißt du was? Lass ihn doch einfach anrufen. Der hat bestimmt sein Telefon dabei. Warum nicht? Ja, sowas. Wer ruft denn da jetzt zu Weihnachten mitten auf der Wiese an? Ja, da schau her. Die zwei kenne ich doch. Der Sebastian und der Benjamin. Ja, grüß euch. Wie geht's euch denn? Und den Buben? Dürft ihr überhaupt singen heuer? Ja klar, und wie? Wir machen gerade das Beste draus und proben das Weihnachtsoratorium online über den Computer. Das wollten wir dir ja gerade erzählen. Tja, nur leider ohne dich dieses Jahr und ohne die vielen Kinder in der Markuskirche, die sonst immer zuhören. Das ist schon schade. Aber jetzt sag mal, wie geht's dir denn? Naja, geht so.
Ich war gerade wandern und da komme ich bei einem Wirtshaus vorbei. Und weil es auf der Alp ja ziemlich kalt ist, wollte ich da einkehren, um mich ein bisschen aufzuwärmen. Aber nix war's. Geschlossen. Wegen Corona. So ein Mist. Und dann komme ich wieder zu meinen Schafen und was merke ich? Dass mir eins davon gelaufen ist. Jetzt kann ich dem auch noch hinterherrennen. Aber jetzt erzählt mir mal, wie geht's denn euren Buben? Sind die gut drauf? Und vor allem, habt ihr das richtige Instrument für das Christkind schon gefunden? Das ist ja das Wichtigste. Weil sonst wird das mit Weihnachten ja nichts Gescheites. Aber wie ich euch kenne, habt ihr voriges Jahr im Konzert bestimmt gut aufgepasst, oder? Ja klar, und wie? Unsere Jungs passen immer gut auf. Nur die Sache mit dem Instrument für das Christuskind. Das war dieses Jahr ehrlich gesagt gar nicht so leicht. So ganz ohne Orchester. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein gutes und würdiges Instrument für das Christuskind gefunden. Das wird dir gefallen. Also ich würde mal so sagen, von unserer Seite steht einem besinnlichen Weihnachtsfest nichts mehr im Wege. Aber das Einfachste wäre, wenn du es dir selbst anhörst. Auf Facebook und Instagram haben wir eine Aufnahme hochgeladen. Die wird dir bestimmt gefallen. Ja, Wahnsinn! Da bin ich ja echt schon neugierig. Aber ich muss jetzt sausen, mein blödes Schaf zu suchen. Sonst kommt da vielleicht noch ein großer Wolf und frisst es. Aber bevor ich aufleg, müsst ihr mir versprechen, dass ihr die Burschen vom Chor ganz herzlich grüßt. Und die sollen die Köpfe nicht hängen lassen. Nächstes Jahr lassen wir es wieder knallen, dass die Kirchenwände wackeln. Jetzt aber ganz frohe Weihnachten euch allen, vor allem den Buben. Ich freue mich schon aufs nächste Weihnachtsoratorium mit euch. Servus! So, dann werden wir uns das doch gleich einmal anhören. Besser, oder? Nee, ja, Problem, Technik. Wir haben ein Problem. Das wird schon passen. Der ist Geiger. Vom Ach, Büro. Das wusste ich überhaupt nicht. Nee, doch. Ist ja gar nicht.